Servus und Hallo bei Not Another Dope Show. Kennt ihr den Zippy? Zippy the Pinhead. Das ist eine Comicfigur, die früher immer in den U-Comics drin war. Und Zippy ist da so drauf auf LSD-Plotter. LSD-Plotter ist so ein Bogen mit einem Bild und perforiert und da drauf ist dann das LSD verteilt. Wie das genau funktioniert, weiß ich leider nicht. Also ich habe nie jemanden kennengelernt, der mir sowas hat erklären können, wie das geht. Aber darum geht es auch nicht. Ich hatte diese Zippis und da war das so, dass ich mich mit Pferde getroffen habe. Dann sind wir nach Grödemzell rausgefahren. Seine Eltern hatten da einen Schrebergarten und da war das halt so, dass wir gemeint haben, okay, hocken wir uns da rein, abends zischen wir ein paar Bier, kiffen wir ein bisschen und dann schmeißen wir mal ein paar Trips ein. Ich habe die Dinger besorgt, habe es mitgebracht. Es waren zwei Köpfe. Und alles, das dann so eingefahren war, der Boden hat sich die ganze Zeit gehoben und gesenkt und gehoben und gesenkt. Die Bäume haben immer so gepumpt. Alles in drei Farben. Ja, mehrfarbig und Spektralfarben. Nicht bloß drei, mehrfarbig. Ich habe drei Bilder gesehen, aber war echt krass. Ich bin dann da draußen so den Schrebergarten rumgelaufen. Und die Wiesen, die sah halt für mich aus wie ein ganz tiefes Loch, wie eine Schlucht, ganz weit runter. Und immer wenn ich einen Schritt gemacht habe, kam von unten, genau für meinen Fuß passend, so ein Stempel hochgeschossen mit Gras. Wusch, war da. Natürlich eine Einbildung, ne? Alles nur Optik und so. Und das war so eine heftige Erfahrung. Und erst später habe ich gemerkt, dass ein Kopf vier Stück sind. Ich habe die Böden gekriegt, das waren damals eine Filmproduktion anscheinend, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war halt ein Kopf auf so einem Bild drauf und es war halt so perforiert, dass es nur einer war. Und ich dachte, das ist ein Trip und ich hätte mit der Schere schneiden müssen, das war nicht einer, das waren vier. Wir waren da vierfach überdosiert von so einem Paper. Puh, auf alle Fälle. Ich kann mich nicht mehr an so viel erinnern. Ich weiß bloß noch, dass wir dazu noch einen geraucht haben, das angefangen hat, in die Gesichter Bewegungen reinzukriegen, wenn man jemanden angeschaut hat, die Halluzination dazu. Wenn man dann so macht oder so, dann sind da die Augen hier ausgesprungen, die Nasen richtig lang geworden, wieder zurückgeschossen und die Zunge so rausgeschlagen. Bittere Optik, eine ganz komische Erfahrung. Und ich kann es niemandem empfehlen, das absichtlich zu machen. Es war halt unabsichtlich damals. Und ja, ich bin froh, dass mir nichts weiter passiert ist, als wieder so einen richtig krassen Horror-Trip gehabt habe. Oder krasse Erfahrung, ein Horror-Trip wirklich war es nicht. Der war ziemlich lang, aber schön bunt und mit guten Gefühlen dazu. Und die Optiken waren halt ein bisschen heftig teilweise, aber es war jetzt nicht so schlimm, dass ich gesagt hätte, ich nehme nie wieder einen. Aber es war schon echt eine krasse Erfahrung. Ich kann mich auch bloß so stückbruchhaft daran erinnern, ein paar so Sachen an eben die optischen Dinger, dass wir viel gelacht haben, weiß ich noch. Die Gerüche weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass ich ganz viel Schleim im Mund hatte. Echt, wow. Und das habe ich ganz oft bei Trips gehabt, dass das alles so verschleimt war, vor allem in der Lunge. Ja. Ja. Der größte Burner war aber, dass er immer erzählt hat, dass die anderen Schrebergärten außenrum, dass die Selbstschussanlagen haben, wegen Einbrechern. Und tatsächlich, ich bin da ein bisschen so rumgestolpert und stand dann mal vor so einem Schild, wo es auch wirklich drauf stand, Selbstschussanlage. Passiert ist nichts, ich glaube, das sind gar keine, aber allein der Gedanke, weißt du, triggert einen dann schon, wenn du auf Trip bist und dann liest du plötzlich Selbstschussanlage. Ja, ja. Was ich eigentlich raus wollte, ist halt, wenn man mal zu viel erwischt von irgendeiner Substanz, es sei denn, es sind jetzt Sachen wie Heroin oder Opium, da ist eine Überdosis tödlich, wenn man nicht rechtzeitig gefunden hat. Aber bei Koks ist schon auch ganz schön heftig, wenn es richtig heftig wird. Da mache ich nachher noch eine Sendung dazu. Auf jeden Fall ist das so, wenn du zu viel LSD drin hast und noch härter in der Lage bist, dann solltest du versuchen zu schlafen. Ja? Gute Musik, schöne Musik, du brauchst einen sicheren Rahmen, dass da jemand ist, der da irgendwie auf den Sack gehen kann.
Und schlafen ist das Beste, was du da machen kannst. Es ist schwer einzuschlafen, das ist mit der Schlaftablette nicht schlecht, ob man die irgendwo hat, vorher sich schon besorgt hat oder so, wenn es dann unbedingt sein muss. Ja. Und Trips auf irgendeine Techno-Party ist, glaube ich, eigentlich nicht das Richtige. Also ein halber vielleicht, okay, aber ich würde das irgendwie nicht empfehlen. LSD ist schon ein bisschen was anderes. Da gibt es ja auch so einen Kanal von Markus Behrer, dem DIA, der sehr bewandert in diesem Thema, und da solltet ihr euch einfach mal ein paar Videos reinziehen, wenn euch LSD wirklich nahe liegt. Ich persönlich habe heute viel zu viel Respekt davor, als dass ich sowas nochmal machen würde. Ganz ehrlich, ja, das ist schon eine ziemliche Nummer. Da muss man wirklich, ja. So, das war's dann für heute. Dann würde es mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, ein Abo für meinen Kanal, und ansonsten tschüss, Sikorski.